Morgen, liebe Berg- und im heutigen Fall wieder mehr Naturliebhaber. Grüß euch. Bergwechsler ist wieder einmal unterwegs mit euch. Und ja, heute bin ich unterwegs da in schönen Waldviertel wieder einmal. Mag mir eine schöne Burgruine anschauen, und zwar die Burgruine Lichtenfels. Und ja, da haben wir gar nicht lange um. Stickel in den Weg einer habe ich schon gepackt. Jetzt geht es noch ein Stückchen weiter zur Burgruine. Also, ich habe gesagt, auf geht's und los geht's. Juhu! So, wir haben ungefähr 10 Grad minus im Waldviertel. Nicht ungefähr, ziemlich sicher sogar. Und ja, ganz schön frisch ist. Ich bin ja noch rechtzeitig dran, also die Sonne ist gerade am Aufgehen. Und ja, das hält uns aber nicht davon an, sich eine schöne Burgruine anzuschauen. Weiter geht's! Ja, ein bisschen was kann man ja schon sehen. Jetzt gehen wir mal zur Suche und schauen uns einmal die Burgruine an. Auf geht's! Schauen wir uns mal die Burgruine von innen an. Also, wie man unschwer erkennen kann, ist die Burgruine Lichtenfels schon in einem recht desolaten Zustand. Nichtsdestotrotz sollte man es einmal angeschaut haben.
einfach gigantisch. Wahnsinn. So, jetzt mache ich eine kurze Teepause. Hast du den mitgenommen, einen guten? So, oder? Prost, sag ich mal allerseits. Und ja, jetzt lassen wir mal den Tee schmecken. Der wärmt wieder schön bei den minus 10 Grad, was es hat heute. Ah, ein Traum. Jetzt mache ich noch die Teepause ein wenig und dann schauen wir uns die Burgruine noch ein wenig von außen an. Was es da noch zum Sehen gibt, gehen wir ein bisschen ans Seeufer raus. Auf geht's, kommt's mit! Thank you.
So, das war's jetzt mit der Burgruinenbesichtigung. Ich mache mich jetzt schon langsam wieder am Rückweg bzw. am Heimweg. Ja, ich hoffe, die Besichtigung hat euch soweit gefallen und seid das nächste Mal eh wieder mit dabei beim Bergfechsel, oder? Wenn es aufgeht. Also, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Juhu!